Hallo zusammen und willkommen zurück zu Baals Kosmos. Heute sitze ich hier zu Hause am Schreibtisch, weil ich mache ein Video, wo es keine zusammenhängenden Clips gab im Vorfeld. Das heißt, die Clips sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten, zeitlich versetzt, in mehreren Monaten aufgenommen worden, gehören zwar zum gleichen Thema, aber es gab halt keinen Clip, bei dem ich das Video anmoderiere oder abmoderiere, also mache ich das jetzt hier. Wie ihr wisst und wie ihr gerade gesehen habt, gab es Problematiken am VW-Bus. Und die gibt es nicht nur am VW-Bus, sondern an vielen alten Autos. Man hat halt nur mal Rost hier und da. Jetzt wollte ich aber keine Riesenbaustelle draus machen. Das bedeutet, ich hatte nicht vor, den VW-Bus bis ins kleinste Schräubchen zu zerlegen, weil im Prinzip versuche ich ja immer noch irgendwann mal wieder eine Reise mit dem Fahrzeug zu machen. Und je mehr ich auseinandernehme, desto länger dauert das. Und das sehe ich ja jetzt schon, wie viele Monate ich an dem Fahrzeug hänge und wie viele Wochen ich jetzt an dem Schrank rumgebaut habe, etc. pp. Das heißt, je mehr ich jetzt noch hinzugefügt hätte, desto länger hätte der VW-Bus in der Garage gestanden. Naja, also musste ich irgendwo einen Kompromiss machen. Kompromisse, wie das Wort schon so vermuten lässt, das ist immer gut und schlecht irgendwo. Man macht halt einen Kompromiss. Und mein Kompromiss war halt, ich will das machen, was ich jetzt machen kann und wo ich jetzt einen Teil der Arbeit bereits gemacht habe, aber nicht das machen, wo ich mir noch zusätzlich Arbeit machen würde, die ich sonst nicht gemacht hätte. Ihr seht, worauf ich hinaus will. So, und hier war es so beim VW-Bus, dass ich bereits an den Seiten dran war. Das heißt, die Scheiben waren schon raus und so ein Kram. Ich war hinten am Dach schon so ein bisschen dran. Aber die Fahrerkabine selber als solches habe ich ja bisher noch nicht machen wollen. Und auch die Türen und sowas, das war eigentlich von außen lackieren oder ähnliches. Das gehört gar nicht zum Projekt. Es kam halt dazu. Und zwar aus verschiedenen Gründen, die ich kurz erläutern möchte, wenn ich darf. Also erstens hatten wir leichten Rost an den Scheibenrahmen gehabt. Nachdem die draußen waren, hat man das gesehen. Die Scheiben musste ich aber raustun, sonst hätte ich nicht ordentlich die Wände innen drin verkleiden können, sprich filzen können, was ihr ja demnächst seht. Im nächsten oder übernächsten Video seht ihr das dann. So, dann wollte ich auch hinten zumindest diese grobe Roststelle, und da war ja sowieso irgendwie roter Lack, das hat ja alles nicht gepasst. Das hätte ich schon auch ganz gerne gemacht. Dann hatte ich Roststellen an den Tritten gehabt, vorne im Einstieg. Ich musste sowohl den Auspuff der Standheizung rausnehmen, weil ich ja kein Gas mehr im Fahrzeug haben möchte. Das war auf der Beifahrerseite. Das hatte ich ja schon ein bisschen früher gemacht lassen beim Lackierer. Dann den Auspuff vom Kühlschrank, vom alten Absorberkühlschrank. Da war dann ein Loch in der Seitenwand plus die Bohrungen, wo die Schrauben drin waren. Dann die hintere Antenne, die ich dann rausgeworfen habe. Da war es wieder ein Loch. Und das führte dazu, dass ich mir gedacht habe, naja, die Scheiben sind raus, jetzt kann ich ja eigentlich optimal die Seite machen. Das heißt nicht, dass die anderen Sachen nicht auch irgendwann gemacht werden, nur ist es halt jetzt nicht, ich würde gern irgendwann mit dem, was ich gerade mache, also sprich den Innenraum renovieren, und natürlich gehören da auch manche Dinge dazu, wie bei den Fenstern, dann hat das natürlich auch was mit draußen zu tun. Oder wenn ich jetzt, als ich das Kabel rausgezogen habe von der Antenne, dann wollte ich es nicht drinnen, dann habe ich die Antenne raus. Also ein bisschen deswegen hat das auch mit außen ein Stück weit zu tun. Naja, und dann habe ich halt gedacht, okay, dann lackiere ich halt nur die Seiten. Und in diesem Video geht es praktisch um die neue Lackierung. Vielleicht hat der eine oder andere schon drauf gewartet. Und hier seht ihr jetzt ein paar Ausschnitte vom Lackierer. Da war ich auch mal zwischendrin und habe eine Kleinigkeit gefilmt. Und ihr seht, was da so alles passiert ist. Also viel Spaß bei dem Clip und danach sehen wir uns wahrscheinlich wieder.
Ja, was ihr jetzt gerade gesehen habt, waren die verschiedenen Stationen beim Lackierer. Da hatten wir also gehabt, das Rost entfernen anfangs, das Löcher zumachen, das Anschleifen bzw. dann die Rostschutzgrundierung. Das war das Graue oder Silberne, was ihr gesehen habt. Dann kam die Grundierung drauf, das war das Blaue, was nachher wieder angeschliffen wurde. Dann kamen die zwei verschiedenen Lacke drauf, also die zwei verschiedenen Farben. Und letzten Endes hatte ich mich entschieden dafür, dass er mit dem Klarlack, also mit zwei Schichten lackiert wird, also mit dem Klarlack drüber, weil ich einfach, dann wäre es einfacher, wenn man mal im Gelände irgendwo sich irgendwo einen Kratzer oder was reinfährt, dass man das wieder auch korrigieren kann. Und ihr habt ja auch beim Polieren gesehen, da ging einiges runter und wenn das halt Klarlack ist, dann hat man halt auch nicht den Lack direkt wieder auf dem Polierpad. Also es gibt Pro und Contra für die Lacke, aber ich habe mich halt jetzt dafür entschieden. Ja, danach habe ich den beim Lackierer abgeholt und dann ging es auch wieder nach Hause und dann wurden natürlich wieder gewisse Dinge getan, also gewisse Anbauteile wieder angebaut. Dann kam die Polieraktion und ähnliches und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, wie ihr gesehen habt, kam das Auto wieder zurück. Das war zu einem Zeitpunkt, da habe ich noch am Schrank gebaut. Das habt ihr ja, glaube ich, in den Videos gesehen. Und dann habe ich parallel schon mal ein paar Sachen gekriegt, um die Halle auch wieder leer zu kriegen. Je mehr man abbaut, desto mehr fliegt halt rum. Und ich bin halt der Meinung, je schneller man das wieder an seinen Platz bringt, desto besser ist es. Dann kann man nämlich auch im Kopf dann ein Häkchen dran machen. Das ist jetzt weg, das muss ich mir keine Gedanken mehr drüber machen, wo es war. Dann habe ich das praktisch als erstes mal die Räder gewechselt. Wie ich die abgemacht habe, kann ich euch nochmal in dem Video hier verlinken. Und bei den Rädern war es halt so, da Lackierhallen bei normalen Lackierern jetzt nicht unendlich hoch sind, die normalerweise PKWs lackieren, habe ich halt versucht, das Auto niedriger zu machen. Deswegen die kleinen Reifen, ein bisschen Luft abgelassen und dann passt das da rein. Und dann konnte der einwandfrei die Seiten lackieren. Des Weiteren hatte ich dann auch noch so Kleinigkeiten gemacht, wie zum Beispiel den Campingplatzanschluss, die Buchse für den Campingplatzstromanschluss. Die habe ich gelassen, da hatte ich erst überlegt, mache ich sie weg oder nicht, habe es aber im Endeffekt gelassen.
Da kommt auch wieder das, was ich hatte. Also ich habe ja schon einen Schutzschalter, hatte ich schon im Auto gehabt, etc. pp. Das kommt auch alles wieder rein, ist ja auch ein Ladegerät drin für die Batterien. Von daher macht das alles Sinn. Dann habe ich natürlich noch neben hinten die Gitter dran gemacht von den Seiten und so Kleinigkeiten. Die Schiebetür ist ein anderes Video, das war ein bisschen komplizierter alles mit der Dichtung. Das zeige ich euch in einem anderen Video. Also nicht kompliziert, aber aufwendiger halt. Ja, und dann habe ich halt die Stoßstange hinten wieder drauf gemacht. Die habe ich allerdings noch nicht sauber gemacht. Die vordere habe ich irgendwann mal poliert. Das zeige ich euch demnächst auch mal. Sehr interessant, was man da rausholen konnte. Bei der hinteren bin ich noch am Überlegen, ob ich das mache. Aber ich habe dann halt die Schmutzfänger dran gemacht und die Stoßstange. Wie schon gesagt, alles, was dran ist, ist dran und gut ist. Und dann gab es ja noch ein Video, wo ich angefangen habe, vorne die Front zu polieren, um das anzugleichen. Ich verlinke euch das Video auch mal hier oben. Da habe ich praktisch ein Swisser-Produkt ausprobiert. Und da seht ihr aber nur den vorderen Mittelteil. Und was ich sonst noch alles poliert habe und wie das dann ausgesehen hat, das seht ihr jetzt hier. Ja, ihr Lieben, ihr habt jetzt mitbekommen, ich habe hier mit dem Polieren angefangen, damit die Farbunterschiede des Lackes nicht mehr so auffallen, weil der eine oder andere hat es ja schon mitbekommen, dass hier diese Teile hier jetzt, also die seitliche Karosserie ist ja lackiert und man hat halt jetzt hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier wurde schon mal ein bisschen poliert, hier nicht, das ist halt alles matt. Ich will das ein bisschen aufpolieren und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn wir uns mal hier den Lack angucken, ich bin echt begeistert. Also hier, wenn man sich das anschaut, im Vergleich dann zu dem Stück weiter oben hier, was noch rau ist. Auf der anderen Seite sieht das natürlich noch pompöser aus, finde ich. Wenn wir jetzt hier gucken. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so richtig seht in der Kamera, aber es ist schon ein Riesenunterschied. Seht ihr das? Das hier ist zum Beispiel jetzt noch, der Lack ist auch nicht schlecht, ja, aber wenn man jetzt den Lack hier nimmt, der ist total matt und das ist schon aufpoliert. Und hier den Übergang, da sieht man es auch recht gut. Ja, ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen weiter. Ihr habt ja gesehen, ich habe einfach eine günstige Maschine genommen, eine relativ normale Politur, ich wollte es aber auch nicht übertreiben. Von daher habe ich das jetzt auch im Rahmen gelassen. Ein bisschen was braucht man natürlich, wenn man sowas vorhat. Ich habe auch hier, wie ihr sehen könnt, die Stoßstange abgemacht. Da werde ich jetzt, damit ich besser da unten hinkomme, weil das Chrom der Stoßstange will ich auch noch mal ein bisschen polieren. Und dann war eh schon die Gummilippe ab und dann kann ich auch gleich die Stoßstange abmachen. Dabei sind mir auch wieder ein paar Rostsachen aufgefallen, wie zum Beispiel hier vorne. Und da gehe ich dann nochmal bei, wenn ich gerade dabei bin. Oder auch hier an der Seite. Seht ihr das hier? Da filzt es auch ein bisschen. Und sowas kann ich dann natürlich gleich mit wegmachen. Wieso auch nicht, wenn man schon mal alles ab hat. Ich habe auch neue Stoßstangenecken, falls das jemand interessiert. Also hinten die lasse ich. Und dann habe ich hier zwei neue für vorne. Das Einzige, was ich nicht habe, ist das Befestigungsset. Das ist ein bisschen ärgerlich, hätte ich vielleicht mitbestellen sollen. Aber vielleicht brauche ich es nicht, weil von der alten Stoßstange hier die Schlossschrauben oder was das sind, die sind halt verrostet. Aber wisst ihr was, ich werde versuchen, die aufzupolieren. Und wenn ich die glänzend kriege, dann brauche ich auch keine neue Schraube, solange innen drin die Mutter losgeht und ich das ganze Ding nicht zerropp. Ist das in Ordnung. Aber so, wenn die hier jetzt abgebaut ist, ohne den Gummi, kann man die nachher auch schön reinigen und dann natürlich auch polieren.
So, ihr habt ja gesehen, jetzt habe ich das großflächig gemacht. Da gehe ich nachher nochmal mit der anderen Scheibe drüber, mit der Orangen und der One Step. Und ansonsten mache ich jetzt hier, ich habe jetzt umgebaut auf den 75er Teller. Das geht bei der Maschine, weil die auch nur 9er Hub hat. Ich glaube, bei den 15er Hüben geht das nicht. Und da benutze ich jetzt aber nur die One Polish Politur, also die hier. Da gehe ich auch nicht mehrfach drüber, sondern das mache ich jetzt einmal und gucke, dass das hinterher schön rauskommt. Und hoffentlich wird es was, aber wir werden es gleich sehen. Ne? Ja, jetzt ist die Front poliert. Das fühlt sich total schön an, wenn man dann über den Lack geht. Also ich habe ja alles bis hier zur Vordertür habe ich poliert. Jetzt weiß ich natürlich auch, wo ich noch mehr Rost habe. Man freut sich ja jedes Mal. Ein bisschen was vom Rost muss ich auch wegmachen. Und die Vorderfront muss aber sowieso irgendwann nochmal lackiert werden. Dann dürfen wir uns nichts vormachen, weil der Shop euch ja erzählt, hier unten, also nicht draußen, das ist ja, sieht man ja nichts, da ist auch nichts, sondern drinnen hier vorne im Eck, dadurch, dass das Kondenswasser von immer an meiner Windschutzscheibe kondensiert ist, runtergelaufen ist und hier unten habe ich ein bisschen ein Lochfraß. Aber sonst ist es hier wunderschön geworden. Ich habe auch, wie ihr seht, wieder die Gitter drauf. Die Stoßstange kann ich jetzt noch nicht drauf machen, weil da will ich jetzt erst einmal hingehen, will hier diese ganzen Roststellen bearbeiten. Schön, kennt ihr ja, mit der Flex dran gehen, mit der Schrubbscheibe. Hier die Polierdinger, da hatte ich mir so ein Brettchen hier gebaut, bisschen Klett dran gemacht, jetzt kleben die hier dran. Die habe ich mit dem Hochdruckreiniger, habe ich die ausgesprüht, dann auf die Maschine gespannt, einmal eine Runde drehen lassen. Dann wird ja das Wasser rausgezogen, also das geht ja durch die Fliehkraft dann raus. Und jetzt können die hier wieder trocknen. Natürlich sind die relativ versaut, weil wir haben ja hier nur einen Einschichtlack im Original. Das heißt, da ist keine Klarlack drüber und nichts und deswegen hat man halt den Lack an den Dingern und bei den neuen Fahrzeugen, wo der Klarlack ist, poliert man ja im Prinzip den Klarlack und da hat man das Problem dann halt nicht. Die sehen halt, wie ihr seht, jetzt ziemlich verboten aus. Aber funktionieren tun die deswegen trotzdem noch. Was wollte ich noch erzählen? Ich werde jetzt hier nochmal an die Stoßstange gehen. Da seht ihr ja, da ist ja auch ein bisschen was zu tun. Da werde ich die Ecken abmachen. Und dann mal gucken, ob ich heute schon mal die Stoßstange wasche. Und dann will ich die eigentlich auch polieren mit der Maschine. Dann nehme ich wahrscheinlich das 75er Pad wieder mit dem kleinen Wollkopf. Und dann gehe ich da mal drüber und gucke mal, was passiert. Ne? Das wäre bestimmt auch für euch interessant zu sehen, was da mit dem Chrom passiert, wenn man da normal drüber poliert. Aber das sehen wir dann auch. Ja, ihr Lieben, wie ihr gesehen habt, waren das jetzt natürlich alles so ein bisschen nicht zusammenhängende Clips. Ich hoffe trotzdem, dass es nicht zu verwirrend für den einen oder anderen war. Da gibt es noch ein paar mehr Sachen, die noch kommen. Ich meine, es muss ja auch noch, die Scheiben müssen wieder rein,
das Filzen, die Stoßstange, dann die Heckklappe muss ja noch ein bisschen was gemacht werden und die muss dann ja wieder ins Auto. Da habe ich auch Teile für bestellt, damit das wieder einigermaßen ordentlich ist. Und. Also bleibt auf jeden Fall dran, damit das nicht verpasst. Und ich sage dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr bis hierher gekommen seid, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Also ihr Lieben, macht's gut. Mm-hmm.